Hier vorne kann man quasi sehen, dass der quasi Verkehr auch quasi einspurig. Fazit, erstmal einen Kaffee. 5 Euro in einem PKW aufgefunden. Steht der Verdacht der Geldwäsche. Wir wollen auch nicht die Schwerlastfahrer haben, sondern wir wollen das Kind. Es hat alles gepasst. Sein Plan ist aufgegangen. Nee, erstmal einen Kaffee. Wer in Hamburg die 110 wählt, landet hier, in der Polizeieinsatzzentrale. Die PEZ ist das Notrufdrehkreuz der Stadt. Welche Kreuzung fährst du als nächstes an? Dort werden Einbrecher gemeldet, 2 Männer, ca. 1,90, einer mit langen Schwarz. Thorsten Schlumbohm nimmt seit 12 Stunden Notrufe entgegen. Polizeinotruf Hamburg, guten Abend. Heute ist er in der langen Nachtschicht, also 11 Jahre 110. Und dann wollten wir von Schenefeld zur Reeperbahn fahren. Ja. Und so wahr ich hier sitze, 3/4 der Strecke, die wir gefahren sind, ist er die ganze Zeit vor, hinter mir, neben mir gefahren und hat immer ins Auto geguckt. Ja. Ich bin sogar angehalten, damit der weiterfährt. Ja. Und ich bin so ausgerastet im Auto. Ja. Frau Montana Black. Gehen da jetzt einen Streifenwagen hin. Ja, das sind Betrüger, die versucht haben, sie auszuhorchen. Und das muss zur Anzeige gebracht werden. Ja, da kommen jetzt Betrüger zu Ihnen im Streifenwagen. Die haben eine Uniform an und können sie auch ausweisen. Ja, und die nehmen sie aus. Wieder 36. Ich habe eine Wohnungsüberprüfung mit Sonst. Es geht in die Straße 328. 328. Hm? 328. Hm? 328. Hm? Katja Lülsdorf und Fabian Liedl sind zur schreienden Frau dazugerufen worden. Ein Peter ist schon vor Ort. Oh, da hör ich was. Die Polizei, hier, 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 ruhig, ruhig, lass die Hände hoch. Die Hände sehen. Nimm die Flossen hoch, Flossen hoch! Ist jetzt hier wirklich Stress oder was? Da hab ich gar keinen Bock drauf, Digga. Die Polizei! Verpiss dich, du Hurensohn! Dreimal pro Jahr trainieren 3 Polizisten, die mit Waffen unterwegs sind, das Schießen. Wir gehen mal vor, 5 Meter. Die gedachte 5 Meter Linie. Nehmen wir die beiden rechten? Ja. Genau, dann nehmen wir die beiden rechten. Schnell. Okay, und 4 Schuss und Schuss. Gut. Ich kann mich hier sehr gut bewegen und kann auch so. Erster Einsatz für die beiden. Ein Verkehrsunfall mit 180 Verletzte und weitere Beteiligte. Bei so einer entspannten Anfahrt ist auch mal Platz für einen Schnaps. Denn 3,17 Promille sind keine Ordnungswidrigkeit, sondern Spaß. Weil gerade weder Wache noch Michel Aufträge für sie haben, fahren die beiden Streife. Okay, jetzt genau. Ich kann auch blähen, willst du? Blähen. Charlebo, Baby, ich bin hier Nummer 1! Die Ampel ist rot. So rot. Und jetzt nochmal rot gefahren. Danke. Und jetzt noch wieder in die Biegung. Jetzt haben wir unsere Drogenleitung. Alter. So, mach. Fahr mal schön hinterher, bitte. Ich bin in deinem Mund. Ich bin wahrscheinlich komplett auf Kurs, oder? Links. Hier links. Sascha, schüchtern ist er. Pass auf! Oh yeah, baby. Oh my God! Oh my God! Holy shit! Hallo, hier ist die Polizei.
Willst du mich eigentlich verarschen? Sie bleiben bitte noch einen Moment. Ich drehe gerade! So was Freches habe ich selten gesehen.